Hallo, liebe Leute. Na, wie geht's, wie steht's? Wir wieder dabei bei Palworld. Meine Freundin ist auch dabei. Ich würde auch direkt entmutet. Die ist aber noch gerade dabei, Sachen auszudrucken. Oh, ich muss den Server auch noch anmachen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Aloha. Und Server lässt sich. Hallo. Lässt sich nicht so gut spielen. Hochexperimentell. Ja. So. Ich glaube, sie haben das mit den Errungenschaften gefixt, weil ich habe nämlich gerade Errungenschaften bekommen. Oh, cool. Und zwar einige. Da waren schon mal 3 Stück. Wow. Ich habe noch keine erhalten. Klein wenig gelegt. Noch keine erhalten. Nein. Ja, du musst in-game sein. Also ich habe jetzt auch So. erst, als ich mich eingeloggt habe. Also in den Server. So. Kriegst du Das mir Ding. die Das Armer Ding durch? hier. Warum ist Anheben jetzt auf V? Nee, ist jetzt auf V. Okay. Nice. Weiß gar nicht, was wollen wir denn machen? Mir eine Wir. IP-Adresse schicken. Immer noch dieselbe. Wurde die. Resettet. Ich gucke, ob es noch da steht. Ja. Normalerweise müsste die aber noch in Discord stehen. Ja, bin schon. Teste gerade. Warte, Ah, das sieht ansonsten. gut Ja, aus. ich wollte was Ja. sagen. Hey. So. Fleischbällchen. Oh. Längert so ein bisschen. Der ganze Palz sind noch da. Das ist richtig schön. Das heißt auch wieder. Und direkt Was schon, gut läuft. jawohl. Die Hardliner, die kommen. Der Hardliner. Ich habe keine Pfeile mehr. Eindringlinge zurückschlagen. Ich kann noch Pfeile in Auftrag geben. Warte mal. Was ist unsere coole Werkbank? Oh, ist ein bisschen viel. Ich brauche noch so viele. Let's go. Ach, die kommen von da unten. Du hast, glaube ich, wieder auf Arbeit gestellt, ne? Ja, ich hatte schon einmal umgestellt. Kommunikation heute großartig. Ich habe gesagt, dass ich umgestellt habe. Weg mit euch! Nice. Sehr schön. Einmal nachgeladen und dann arbeiten Sie mal an den Pfeilen hier. Das Also ich habe mir überlegt, mein Ziel für heute ist endlich dieses Dach fertig zu kriegen. Ja, In der Hoffnung, ja. dass sie das bei diesem Update gefixt haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe nichts von Dach gelesen. Also, Na, ich bin glaube mir auch. aber nicht hundertprozentig sicher, ob da irgendwie viel bei rumkam. Was wir definitiv machen müssen, ist, noch einmal, wenn er respawnt, den
Panking machen, damit ich da endlich mein Dings davon bekomme. Und theoretisch müssten wir eigentlich noch ein bisschen mehr erkunden gehen, ne? Weil wir brauchen jetzt, glaube ich, für die Betten Level 23. 24 sogar. Level 24 für die Pal-Flausche-Betten. Bist du schon Level 20? Mhm. Oh wait, ich kann sogar Gigasphären machen. Mach mal Gigasphären. Das sind auch richtig fette Sphären. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wir haben doch noch einige Technologiepunkte jetzt über. Zwei. Ja. Könntest du bitte einmal das Holzbauset skillen und versuchen, dieses Dach zu platzieren? Ja. Schräges Dach ist es, oder was? Ist das das schräge Dach? Hallo? Nick, aber bestimmt. Was? Ist das das schräge Dach? Das ist irgendwie gerade weg, glaube ich. Okay. Warte mal. Muss man kurz die Wand hier einreißen. Eins oben drüber oder unten hin. Ich krieg's nicht dahin, wo dieses. Mhm. Macht man das normalerweise? Ja, lass mich mal das testen. Das halt gerne, wie man das normalerweise dann baut. Ja, du kannst es gerne hier außen testen. Weil jetzt hier dran geht ja genauso wenig. Wir gehen auf jeden Fall. Da solltest du es jetzt machen können. Da geht gar nichts. Ich kann die noch nicht mehr ziehen dran. Doch. Ah, warte. Ah, I know why. Okay. Das ist das Prinzip. Ah. Machen das mal anders. So, muss ich jetzt so bauen. Ist das jetzt? Ja. Und einmal den hier. Ach. Immer wieder falsch. Meiner. Hm? Mein Dino. Dino so. Fertig. So. Wir brauchen noch ganz viel Eisen. Eisen, Popeisen. Sitzen die Ameisen.
Nice. Okay. Warum? Aber ganz geschafft. Was hast du ganz geschafft? Den Dinosaur zu fangen. So. Aber auf Dauer wären noch ein paar andere Sphären ganz cool. Ja. So, ich habe jetzt einiges in Palladium gesammelt. Dann würde ich auch wieder vielleicht ein paar normale machen. Ah, du bist schon ein Gigasphären dran. Genau. Ich bin schon an Gigasphären dran. Ich schreibe die gerade in meinem Inventar, weil Bescheid weiß, wie du brauchst. Und mach noch ein paar normale Palsphären. So, hier müssen auf jeden Fall noch Metallbarren gemacht werden. Damit ich noch mehr Gigasphären überhaupt machen kann. Oha. Hier ist sehr, sehr viel Holz. Der langsamste Mensch der Welt. Und immer noch überlastet. Wo bin ich denn so überlastet? Was habe ich denn bei mir, was so viel... Der Bug wurde noch nicht gefixt. Das, wenn man sortiert, sich einmal die Haltbarkeit der Lebensmittel resettet. Ist doch super. Finde ich auch. Schon wieder. Holy fucking. Glaube aber, die haben so ein bisschen das Gewicht erhöht von den Sachen, kann das sein? Irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist deutlich höher geworden. Wäre natürlich schlecht. Für jemanden, der noch nicht einmal Gewicht gestellt hat. Ja, könnte man sagen, ja. Wäre auf jeden Fall nicht so gut. So. Was macht ihr hier? Ihr bleibt einfach mal stehen. Solide. So dämlide. So. Ich helfe dir mal. Geht's schneller. Dann habe ich jetzt noch ein paar Megapalsphären rein. Oder auch nicht, weil wir keine Palladium-Bruchstücke mehr haben, weil du ja alles für die... Warte, du kriegst einmal hier... Sphären, bitte. So, hast du noch Sphären? Was, normale? Ja. Hm? Jo, komm mal her. Dann wirf mal einmal ab. Oh Gott. Wir haben sehr viele normale Sphären, also hier einmal Sphären. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal hingehen. Ich brauche jetzt nicht nur jeden Pal einmal, sondern Thema. Ja, aber wir sollten so langsam hingehen und die besseren Sphären machen. Ja, zusätzlich, natürlich.
Okay, ja. Ja. Inventar geht extrem schnell voll. Ich hätte ne... man quasi gar nichts anderes mit. Also ich hätte gesagt, wir machen uns nur noch die bessere. Wir haben einen richtig guten, Eisenfarm-Spot. Da können wir die ganze Zeit Eisen farmen. Brauchen nur sehr viel Palladium. Und wir bräuchten vielleicht noch einen Feuerpfahl, der ein bisschen schneller arbeitet als die guten Füchse das gerade tun. Willst du ein bisschen braten? Braten? Hm. Warum braten? Weil das schwer ist. Achso, ob ich einen braten will? Okay, jo. Jo, warum nicht? Warum nicht? Geben Sie mich einen Braten. Dankeschön. Das sind übrigens 6 Braten. Ja, haben absichtlich. Mir zu schwer. Du hast definitiv mehr Gewicht als ich. Ja. 600. Dementsprechend bin ich, glaube ich, bei dir besser aufgehoben. Und ich glaube, ich habe Gewicht einmal geskillt, weil ich bin bei 350. Ja, heilsam auf dem Rennen, holy. So, wo haben wir noch ein wenig Stein? Da. Noch ein wenig Stein muss sein. Das finden wir ganz fein. Immer durch die Nacht durcharbeiten, das muss auch sein. Perfekt. Man muss ja mal den Pals zeigen, wie man es macht. They need to know. Okay, ich kann auf der anderen Seite sind auch noch. Steine. Das sind noch ein paar Steine sind da. Stone. Den Pals sind alle wieder wach. Und sie arbeiten.
Das ist da. Wann die mal? Kaffee rein. So, wie viele können wir denn jetzt machen? Schon mal 12. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Kann ich ja. Der kann theoretisch auch da dran arbeiten. Naja, der ist ein bisschen schneller. Ich ein wenig schneller unterwegs. Sammeln wir gerade noch alles, was ich noch brauche. Was easy. Alles, was du brauchst, was easy ist. So. Für den 10er Bonus. Achso. Ja, da brauche ich auch noch. Da sind auch noch ein paar. Die ich definitiv gebrauchen kann. Hab nur bis jetzt schon dreimal ausgekillt. Ergo habe ich meinen helfenden Teil jetzt weggelassen. In Anführungszeichen helfen. Mensch. Hup! Ach. Damit. Chikipi! Oder die japanische Variante von Chikipi. Ab und zu gehen so die japanischen Namen da durch. Ja. Ich habe noch 9 Pfeile. Yes. Oh no. Nice. Level 21. Jetzt haben wir den Level 21. Oh, warte, was ist das da? Oh no. Es war eventuell ein Fehler, zwei Viecher gleichzeitig anzugreifen. Oh. Und es ist wieder tot. Ui. Man sollte vielleicht echt besser die Tiere auf gleichem Level direkt einfangen und dann später, wenn man overpowered ist und alles one-shotten kann. Hä? Ich mit meinem alten Bogen one-shotte ich aber nix. Nee, nicht one-shotten, aber wenn du aus Versehen dann an der Grenze bist, passiert mir das gerade zu oft. So? Oder wenn man zusätzlichen Paar dabei hat. Okay, ich sterbe gerade. Ich geb jetzt die erste Waffe. Jetzt, kann mich jemand retten? Ja. Wo bist du? Wobei, ne, ich krabbel noch zum Punkt. Wo bist du? Ja. Bist du tot? Falsch. 75 Sekunden. Ja, gut, 70 Sekunden bin ich da. Ich krabbele zu dir. Wie in einem Bollywood-Film. Halb sterbend, auf dem Boden kriechend. Was hast du getan? Aber es sieht dramatisch aus. Ich wollte Pals fangen. Was hast du denn gekämpft? Gegen Hirsch. So. Ja, aber keine gut, so gute Idee, hä? Doch, ich mach gleich weiter. So, Werte erhöhen. Das ist einfach nur ein bisschen mehr Gewicht. So, Schnellreise. Das Lager. Let's go. Okay. Was brauche ich dafür? Hochwertiges Palöl. Damn.
Wo kriege ich das hin? Hochwertiges Paar. Ich weiß nicht, wo ich das herbekomme. Muss ich dafür actually den Entsafter? Nein, bestimmt nicht. Ich brauche keine Technologie. Also ich hätte auch keine Technologiepunkte. Wo auch immer du diesen Entsafter hinstellst in Zukunft, falls du das mal tun solltest. Ja. Ich nicht keine Sorge, den stelle ich einfach hinter die hinter das Lagerhaus. You can't see it. Ja. Ich hätte das schon fast gesagt, ich gehe dann noch ein bisschen erkunden und so. Nummer Daydream. Und das passt alles. Nee. So. Huch. Da wieder. Mein Internet ist wieder am Reparinon. Irgendwie immer zu der Zeit mittlerweile. Das geht immer kaputt. Ist der liebe Stream noch da? Der liebe Stream war kurz weg. Oh Gott. Der war gone. Aber ich mach hier nichts, weil wir haben hier Aufnahme. Ich merke das natürlich auch nicht, wenn das schon gar nicht. Ich tue nur, merke ich. Und die zur Reit. So. John. Ich gehe noch ein bisschen erkunderien und mal gucken, ob ich irgendwo hochwertiges Paltöl finde. Ah, wir wollten den Dungeon noch machen, ne? Sollen wir den Dungeon noch machen? Und werde. Was? Oh no. Es rippt schon wieder. Ich weiß es nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Manchmal geht echt einfach aus. Warte mal. Ach ja. Wir gucken mal.
jetzt wieder besser geht. So. Okay, okay. Bist du dabei für in die Dungeon? Ja. Ich dann gucke nur gerade. Kommen Sie hier vorbei. Ich glaube. Ich nehme meine Katze mit. Ich glaube, ich weiß, was das hätte sein können, maybe. Ich habe meinen Arbeitsrechner an unserem Internet Echtzeit priorisiert. Das hätte ich wahrscheinlich, das muss ich wahrscheinlich wegmachen, wenn ich nicht am Arbeiten bin. Es kann gut sein, dass der irgendwie im Hintergrund irgendwelches Zeug macht oder so. Der sich versucht, zur Arbeit zu verbinden oder was weiß ich. Don't know, was der tut. Wenn der nur zugeklappt ist und on Standby. Was mache ich denn mit einem kampfunfähigen Pal, um dem wieder HP zu geben? In die Palbox. In die Palbox? Ja, in die Palbox. Okay. Ab in die Palbox. Ab rein da. Ich mal kurz, was ich mitnehme. So, wo soll ich denn hinkommen? In das Village. Nee, okay, hat nicht funktioniert. Das Internet ist echt. Weiß nicht, was es tut. Schade. Also Internet funktioniert nicht, aber die Aufnahme geht ja. Die Aufnahme ist ja ready. Kann man denn die Aufnahme auch nochmal hochladen? Nee, das mache ich ja. Das mache ich ja, ist ja ein Live-LP. Bedeutet, wenn jemand Fragen hat. Ist ja eins live. Und wenn jemand Fragen kriegt, was wissen wir? Was meinst du? Einfach im Kanal laufen. Und das recht. Sie. Die können live zuschauen, wenn die Internet funktioniert. Und die können kommentieren unter die Video. Wenn. Hält! Genau. Jetzt kenne ich es aber nicht. Oh, du hast ja schon eins. Ja, immer besser als einmal. Nice. So muss das. 5 Minuten verschwindet. Ich hab mir keine Pfeile geholt. Hast du dir die Pfeile geholt? Ja, ne? Du hast ja alle geholt. Nur noch drei. Hä? Da waren aber extrem viele Feinde drin. Weg mit dem Roki. Weg mit dem Roki. Jo, also, ich weiß nicht, was es ist, aber das Internet ist wirklich gerade. Ich kacke, Mann. Nö. Ist doch doof. Ach, damit. Ja, ich. Was? Guck mal gerade das Schwein. Daydream. Aha, das Problem ist, ich krieg's nicht weg. Ja, ah, doch, warte, ich kann ja sagen. 4 Befehle. Einstellen. Stell das ein! Oh no! Hm.
Wo sind wir denn nicht hingegangen beim letzten Mal, ist die Frage. Ich hab jeglichen Überblick. Lass mal einfach hier weitergehen. Ich glaube, sind wir geschwommen? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, wobei, ich glaube, wir sind hier lang. So. Muss ich auch echt mal so kurz checken. Was? Vielleicht hat Twitch auch Probleme. Also das kann natürlich auch noch so ein Ding sein, dass vielleicht Twitch Probleme hat. Oder der Restream-Server, von dem ich aus streame, dass der irgendwie nicht so ganz locker flockig läuft gerade. Also hier geht es schon mal nicht her. Ah, warte, hier geht es noch lang. Oh, hier ist eine Truhe. A chest. Daydreams. Naja. War jetzt nicht so viel drin, ne? Die muss man halt leider einfach mal sagen. War jetzt nicht so viel drin. Immer dann nochmal? Hä? Gehen wir dann nochmal? Wir erkunden noch fertig, weil hier müsste ja eigentlich ein Boss drin sein. Ich frage mich, was passiert, wenn man die 5 Minuten überschreitet. Hier drin. Ja, das frage ich mich auch. Lass es ausprobieren. Vielleicht werden wir rausgeworfen, vielleicht sind wir auch schon vernickt. Schon. Never. Ja. Ja. I caught a wild rookie. It's a rare species. Ganz, ganz rar und so. Ist das da jetzt, wo wir schon waren? Ja. Ja. Wait. Eigentlich wollte ich da nicht hin. Ich wollte da hinten hin, ja. Jegliche Orientierung wieder verloren. Ja, nicht unbedingt. Aber vielleicht schon so ein bisschen. Ein bisschen. Hier geht's nach links, hier geht's aber auch nach rechts. Nach rechts sind aber nur wieder weitere Rookies. Wie gesagt, ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Ja, ja, also die spawnen halt pro. Ah, hier hinten geht's auch noch weiter. Die spawnen halt definitiv. Pro Höhlenabschnitt wieder. Hundertprozentig. Da sind auch wieder welche. Ein Maus. Ja, aber da sind halt Maus. Stimmt, ich habe keine Falle.
Wow. Das ist aber krass. Wie viel Prozent immer die da direkt bekommt, ey. Wenn du das Mau fängst, kriegst du 150 Goldmünzen einfach. Na? Ja. Elegant aus. Mhm. Oh, als wär's was wert. Ja, sieht aus wie Mao Zi. also, na gut, mit 100%, ne? Aber alles hier ist ziemlich Pokémon ab. Nee, gar nicht. Nee. Hab ich auch gelogen, also. Nee, aber ist schon definitiv so. Ich find's aber nicht schlimm. Find's überhaupt nicht schlimm, weil. Ganz ehrlich, Pokémon hat jetzt auch nicht die Rechte auf Pokémon. Oder Monster allgemein, sagen wir es mal so. Hat sich jemand inspiriert lassen? Ja, definitiv. Aha. Vor der Nase. Bei mir geht's nicht. Und. Nee. Nein! So, haben wir... Genau wie die Pals, die es gibt, die hungrig sind, ist das ein Pal, der sehr, sehr wenig isst. Nice. Lassen Sie stehen. Huch, der will sich nicht hauen lassen. Hab doch keine Pfeile mehr. Jetzt bin ich hier noch Ausdauer. Nice. Guck mal, ein Fangbonus. Ich glaube. Warte, was ist das da hinten? Ist das hier? Ah ne, hier geht's wieder aus dem Dungeon raus. Ja gut, dann lass einmal rausgehen. Mal gucken, vielleicht ist irgendwas respawned. What? Der Dungeon ist weg! Sie ist ja 5 Minuten und dann. Er ist einfach gone. Kommt er wieder? Das wäre ja jetzt mies, wenn da so ein Bossmob drin gewesen wäre und man hätte das einfach nicht fangen können. What? Das ist ja ziemlich mies. So, ich gehe mal ein bisschen weiter hier noch so runter. Aber ich glaube, bringen wird das halt auch nicht wirklich viel. Ich habe keine Pfeile. Ich gehe mal zurück und hol mir noch ein paar Pfeile. Beziehungsweise mach mal. Auch noch ein bisschen Erz ab. Hilf mir doch. Hm? Du hast doch Erz. Was? Drauf. Nee, ja, aber wir haben noch unseren Erz-Farm-Spot. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt hier Erze farmen. So, Pfeile. Dann machen wir hier erstmal auch was mitnehmen. Ajo. Hier liegen extrem viele Palsphären bei uns rum. Oh, und ein paar Pfeile. An die Buttenflammen. Finde ich super. Ja. Echt nice. Also das ist mit gut da. Glaube ich, so eines der nützlichsten Pals, die man so im Camp haben kann. Ja. Haben aber genau 2 Pfeile da liegen lassen. Also ich mache jetzt mal so 300 Stück. Pfeile wird's dann.
Dann noch ein bisschen unserem Big Boy, dem Pen King, helfen. Und noch so ein paar Gigasphären abgreifen. Du. Das wäre fertig. Ja, können wir machen. Der darf an den Pfeilen arbeiten. Du. Hä? Was? Bin kurz was. So. Bist du noch am Arbeiten, Pen King? Nein, bist du nicht. Ja. Arbeite. I'm sorry, but you need to. Werk. Das da mal sortieren. Irgendwas, was hier rein kann. Das da kann ich rein und das da glaube ich auch. Und dann können wir das da rein, das da rein. Sehr schön. Was links? Rein. Fancy. Fancy antike Tische, antike Schreibtische, Frisierkommode. Also es wird inneneinrichtungstechnisch echt cool. Ja, das will ich hoffen. So. Jetzt kann ich wirklich mal wenn der Dungeon E weg ist, dann wird jetzt so ein bisschen erkundet. Mit dem Bögen in der Hand. Was sind sie sich fangen, Grimis? What? Hey, du dreistest etwas. Bleib in deinem Pal. Bleib in deiner Palschwere. Geht doch. Oh, hier ist noch so ein Lichtmunk. Statuette und da ist auch noch eine. Nice. Dann fliegen wir da doch mal hin. Ah, nee, da ist auch noch eine. Ah. Ich bin von dem. Von dem. Ja, ja, ich bin über dem. Das sind zwei, drei Stück quasi. Ja, hier unten ist auch noch eine. Da ist noch ein Capri-Dingsbums. Oh.
ich hab Fallschaden bekommen. So. Come on. No. Das war knapp. Mann. Ich darf den keinen Headshot geben. Das ist keine gute Idee. Gegen die hier muss man, glaube ich, wirklich Bogen benutzen. Mit deinem alten Bogen kannst du den ruhig ins Gesicht schießen. Dann machst du mehr Damage. Oh, da ist noch ein Nightwing. Wait, hast du jetzt einen Nightwing oder? Weiß ich gar nicht. Nee, glaub nicht. Glaubst nicht? Kannst du in deinem Decks nachgucken, glaube ich. Wenn die farblich hinterlegt sind, dann hast du einen. Ich hab einen. Okay. Einen. Ach, sieht man da auch, wie viele man von denen gefangen hat, oder was? Mhm, rechts unten. Da siehst du auch nochmal den Fangbonus direkt hinterlegt. Daran orientiere ich mich gerade. Ich kann nicht zu weit schießen. Aha. Kommen Sie her! Au! Bleib drin. Ja. Nee. Komm schon. Au. Ja. 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 Nice. Und so, warte, da sieht man auch den. Ah ja, rechts unten Fangbonus. Ja. Oh, hier rechts ums Eck sind noch wilder. Das stimmt, bei Penglet zum Beispiel habe ich den Fangbonus schon fertig. Nicht noch. Nightwing? Okay. Die hier? Oder abgelenkt? Machen die was? Ein Stahlschlüssel. Den Stahlschlüssel werden die nicht bewachen, aber. So, nee, hier geht's nur wieder zurück. Okay. Dann weiter geradeaus. Ich empfehle, bei Nightwing ins Gesicht zu schießen. Und nicht mit dem Einfahren, sondern ruhig mit der Armbrust. Aber jetzt nimmer. Jetzt fangen. Oder noch einmal drauf schießen. Oh. Auch zwar keine Penguins mehr, aber ich fange sie trotzdem. Wieder hungrig. Nice. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar.
reicht das? Au. Au. Okay, wie nützt man sich hier vielleicht wirklich auf so eine Sphäre wechseln? No! Sag doch, die Hirsche sind fies. Die Hirsche sind echt heftig. Und keine Pfeile mehr. Ah, ich bin natürlich. Tötet mich. Vielen Dank. Jetzt habe ich gar keinen gefangen, super. Mann. Meine Rüstung ist auch beschädigt. Meine Mieder. Was haben wir hier? Ein Ei. Mein Drucker hat eben die ganze Zeit nicht funktioniert, jetzt druckt er plötzlich. Nee. Eine Stunde später. Nice. Außer er funktioniert überhaupt. Oh, ich wollte jetzt gerade hier. Ich wollte so eine Big Sphäre werfen für so ein einfaches Foxy. Ey. Was war da drin? Gold und Pfeil, Feder. Federschmuck? Ich glaube, Federschmuck war sogar, um sich so ein Hütchen zu machen. Ey. Ah. Das fangen und das andere töten, was ich dann fangen könnte. Ja, ja, ja. So lob ich mir das. So lob ich mir das. Was ein Gameplay. So, wo sind denn hier die? Das sind rote Beeren. Ich bin doch auch noch so weit von dem Hexen. Da. Pfeile gehen irgendwie so extrem schnell aus. Das ist irgendwie. Ja, auch die Paar-Sphäre. Na, bei denen geht's. Ich hab nur noch zwei. Ich kann irgendwie noch gerade gefangen. Trotzparks wollen wir auf jeden Fall. Nice. Ja, Statuspunkte erhöhen wir noch einmal die Ausdauer. Das sollte passen.